zuerst am Strand gewesen. Weißt du, dass die das letzte Mal gegeben hat? Spannend. Hast du die das letzte Mal die falsche Herren gehängt haben? Bis zum nächsten Mal. Die haben das letzte Mal irrtümlicherweise die falsche Herren gehängt. Das ist eine neue. Da hat sie einen Fisch gefangen. Da hat sie wieder einen gefangen. Ja, es sieht so aus, dass die AD funktionieren hat. Dann kann sie gerade wieder raus. Da haben wir die Punkte nicht vergessen. Weil zwei Fische gefangen, das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Da. Innerhalb von zwei Ausfahrten. Dann lasst ihr gerade die Löcher ab. Spangen einstellen für eine Geschwindigkeit von 3,2 bis 3,3 Stundenkilometer. Das ist eine spezielle Kundenbestellung, die ich bekommen habe. Ja, der kommt der fährt so langsam, ich weiß nicht genau aus welchem Grund, aber er hat das so gewünscht und dann mache ich das auch so genau, weil die Spangen, die ich eingestellt habe, die tun ich so zwischen 3,5 bis 4 einstellen und ja, da kann man nicht davon ausgehen, dass die mit 3,2, 3,3 auch gut laufen. Ich schaue bei den langsamen Geschwindigkeiten, dass ich eine Spange nehme, die ein bisschen mehr Krümmung hat, weil je langsamer man fährt, ja, macht sie doch ein bisschen mehr Aktion, auch bei langsamen Geschwindigkeiten. Du jetzt zuerst alle vormontieren, Wickellöse montieren, Standardhaken hermachen und nachher geht es einstellen. Das Wetter ist perfekt, wir haben eine spiegelglatte See. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste beim Spangen einstellen. Das ist leider nicht so häufig so, aber da sieht man einfach wirklich alle Details, wo die Spange wirklich macht und manchmal ist es wirklich nur wichtig, dass die Spange, ja, die muss nicht immer wie wild von links nach rechts springen, aber dass sie einfach hier und da andere Sachen macht. Ein Goldfisch hat er bestellt, 10 cm. Dann hat er eine Jade bestellt, auch mit 10 cm. Dann hat er einen Opal bestellt, 10 cm. Ganz eine schöne. Ein Burgus auch mit 10 cm. Ich habe jetzt von jeder Spange 2 bis 3 Stück da, weil ich nicht davon ausgehen, dass jede läuft. Und so bin ich sicher von jeder eine her, dass ich die Bestellung abschliessen kann. Wenn ich die Wahl habe, bei den Haken ist jetzt auf beiden Seiten gleich gelaufen. Gegen oben oder gegen unten montieren. Dann tun wir immer gegen oben montieren. Weil der Haken schaut dann im Wasser gegen raus. Und ich habe das Gefühl, dass man so die Bissfrequenz, die hängen bleibt, ist so besser. Ich tue übrigens hier bei diesen Einhänger. Die bringt mir hier mit der dicken Spange nicht durch. Dann tue ich hier so einfädeln. Ich habe hier den Daumen her und ziehe hier etwas auf. Ich tue es gerade so und ich sage nur Glück. So. Braucht noch ein bisschen. Zwei Untermessungen haben wir heute Abend gehabt. Das zweite ist auch für Jade gekommen. Ja, es ist erst 10 Uhr. Die Eiszeit war in den letzten Tagen um die 12 Uhr gewesen. Also hoffen wir haben immer noch sehr gute Chancen auf einen schönen Fisch heute. Was halt ganz extrem ist momentan, es gibt einfach so eine Eiszeit. Und wenn du dann nicht gerade am richtigen Ort bist, dann läuft nachher den ganzen Tag nichts mehr da. Dann musst du alles packen. Jetzt hoffen wir, wenn wir schon 2 K haben,
dass es da nicht schon war, dass die richtige Beißzeit noch kommt von der Grossen. Den ganzen Tag haben wir uns bemüht und alle Register gezogen. Und obwohl unsere Motivation sehr gross war, hoffen wir nicht, dass es das war, he? Ist der Fischertag schon wieder vorbei, schneller als uns lieb war. Wir gehen uns nicht geschlagen. Seeforellenfischen heisst, eine schöne Zeit auf dem Wasser verbringen. Bald kommt schon wieder der nächste Fischertag auf dem See.